Und damit herzlich willkommen, meine Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, wie eine kleine Runde. Die Legende der Wächter. Ja, das ist das kleine zweite LP, was ich starten wollte, was ich eigentlich erst nach Assassin's Creed 3 spielen wollte. Dadurch, dass da jetzt 3 Wochen lang nichts von Assassin's Creed 3 kam und ich jetzt auch mal langsam mal ein zweites LP mit anfangen wollte, auch wenn es noch so lange arschig ist, wollte ich mir überlegen, so ein kleines Spielchen hier, und da habe ich mir gedacht, die Legende der Wächter, so ein bisschen noir, die Geschichte halt spielen, ne, wie üblich. Ihr werdet gleich sehen, dass ich das Spiel schon ein paar Mal gespielt habe, was aber schon ewig her ist, also ich kann mich an nichts mehr erinnern. Und wollte es daher mit euch nochmal Revue passieren lassen. Es ist ein wunderschönes Spiel. Genauso wunderschön wie der Film und noch schöner als der Film und das Spiel zusammen sind die Bücher, wo ich jetzt gerade schon beim 9. Buch bin. Es gibt ungefähr 15 Stück. Das heißt ungefähr, es gibt 15 Stück und ich bin jetzt beim 9. gerade dran. Wirklich atemberaubende Geschichte. Catherine Lasky ist die Erfinderin. Die hat, normalerweise ist es so ein Kinderbuchautorin. Aber mit dem hat sie ein wunderschönes Fantasiebuch entwickelt oder Fantasiegeschichte entwickelt, was sich auch für einen Erwachsenen oder für einen Jugendlichen sehr schön lesen lässt, wenn man halt auf sowas steht, in Art und Weise. Also Fantasy und Tiere und sowas Gedönse, bin ich ja eigentlich ein ganz großer Fan von. Können mich auch alle jetzt flamen, wie sie wollen, aber ich mag halt solche Animationsfilme und gezeichnete Filme, bin ich ein riesen Fan von. Und ja, da kam mir so ein Film irgendwie schon richtig gelegen, sag ich jetzt einfach mal, ne? Also ich habe erst dieses Spiel gespielt, dann wurde ich richtig heiß auf diesen Film und dann habe ich etwas gemacht, was ich nie machen wollte oder nie machen würde. Ich habe Bücher gelesen. Ja, meine Damen und Herren, ich lese Bücher. Glaube ich selber kaum. Ja, wie gesagt, wir starten jetzt einfach mal. Und man sieht, es ist auf Xbox Live, weil ich jetzt mit meiner anderen Konsole online gehe. Weil er eben gerade auf dem einen Probleme gegeben hat, dadurch, dass halt die Stimmen bei Assassin's Creed nicht richtig wiedergegeben worden sind. Dann wollte ich auch eben gerade das erste Video schon mal schneiden. Was passiert? Er hat die Stimmen irgendwie, beim Videoschneideprogramm den Sound irgendwie nicht mehr wiedergegeben. Keine Ahnung, ich bin voll ausgetickt gerade, weil einfach nichts mehr funktioniert, wie ich es will. Aber es hat sich jetzt erledigt, das funktioniert jetzt gerade. Ich bin's gleich am Rendern. Jedenfalls, ja, wir machen jetzt ein neues Spiel. Hier sehen wir schon, ich habe schon Schleiereule, Fleckenkauz, Uhu. Und den anderen habe ich auch schon hier, diesen Bartkauz, glaube ich, muss das sein. Habe ich auch schon fertig, zu 100%. Zu 96%, weil ich habe die zu 100%, weil ich nicht wusste, wie der Erfolg funktioniert. Da habe ich auf jeden Fall 100%. Man kann halt sehen, ich habe es wirklich gesuchtet, wie blöd, das kann ich ja gerade mal zeigen. Hier 100 von 100, alle Dinger hier geschafft. Weil ich so Fanat in diesem Spiel war, da habe ich, und die Erfolge sind nicht schwer, also es ist wirklich leicht zu machen. Ja, wir sind jetzt hier und ich habe gerade nochmal einen kleinen Versuch gestartet, ob er jetzt auch die Stimme aufnimmt. Das macht er diesmal schon. Nicht aufnimmt, sondern wiedergibt, weil er hat ja den Ton gerade nicht wiedergegeben und dementsprechend hat er auch schlecht aufgenommen. Ja, wollen wir mal. Wir überschreiben das jetzt einfach. Wie gesagt, ich habe noch nichts gemacht. Ich habe nur eigentlich nur eine Figur ausgewählt und mal kurz das Intro angeguckt. Jetzt haben wir hier die Auswahl zwischen Fleckenkauz, Schleiereule, Uhu und Bartkauz, wie ich schon gesagt habe. Die sind natürlich alle, wie man halt schon sieht, je größer die sind, desto schwerer sind sie, also desto langsamer sind sie, aber desto stärker sind sie halt in der Art und Weise. So eine, hier, Fleckenkauz ist extrem schnell, aber halt nicht stark. Man sieht halt, Fluggeschwindigkeit voll, Angriffsstärke ist gerade mal bei Hälfte und die Gesundheit ist auch nicht gerade viel. Aber wenn man jetzt hier auf diesen Schleiereule ist, der ziemlich ausgeglichen, Gesundheit viel, Fluggeschwindigkeit zu 80%, Angriffsstärke ist auch zu 60, kann man so sagen. Aber man sieht hier zum Beispiel, Fluggeschwindigkeit wieder lahmarschig, auch 60%. Das ist das Gegenteil von dem Fleckenkauz. Sag ich jetzt einfach mal. Und hier haben wir halt Gesundheit 80%, Angriffsstärke komplett voll, Fluggeschwindigkeit halt nur, ja, nicht gerade viel. Und ich würde ja am liebsten eigentlich eher eine Schneeeule nehmen, weil ich Schneeeulen hübscher finde. Da es aber hier keine Schneeeulen gibt,
nehme ich das nächstbeste. Wir nehmen wirklich jetzt die Schleiereule, würde ich sagen. Also mit der habe ich eigentlich am besten Erfahrung gehabt. Bei der noblen Schleiereule sind fliegerisches und kämpferisches Können gut ausgewogen. So kannst du mit ihr viele Situationen effektiv meistern. Mit dieser Eule fortfahren. Wir können uns ja mal das andere angucken. Hier, Fleckenkauz. Der flinke, bewegliche Fleckenkauz ist über jedem Gelände schnell. Er kann Angriffen geschickt ausweichen und sich durch feindliche Linien schlängeln. Ja, ja, schön. Der Uhu ist zwar ein wenig plump, aber sehr direkt und kann Konfrontationen meistern. Eine gute Eule, für den der eher einen Kämpfer als einen Flugkünstler sucht. Wortfindungsschwierigkeiten. Und der Bartkauz, der Plumpe. Was dem Bartkauz an Geschwindigkeit fehlt, macht er durch Stärke und Muskelkraft wett. Er ist eine gute Wahl, wenn du den Kampf nicht scheust. Aber wir wollen natürlich flink und vor allem Gesundheit ist eigentlich sehr wichtig. Deswegen machen wir das jetzt mal. Wir nehmen natürlich das. Inhalt wird gespeichert. Bitte schalten Sie Ihre Konsole nicht aus. Weiter. Mission. Verfolge Bewegungen von Gegnern mit dem Maguitionsradar. Okay. Whatever. Kampf. Flügelmänner greifen gepanzerte Gegner erst an, wenn deren Panzerung beschädigt ist. In dem uralten Kloster Parrock ehrten die glauxianischen Mönche fern der Wirren von Streit und Hader den Eulengott Glaux durch Studium und stille Meditation. Seit dem Krieg gegen Surtr und seiner Reinen vor vielen Jahren wachten die Mönche unablässig über das Land und hielten nach allem Ausschau, was ihre erfüllte Existenz bedrohen könnte. An diesem Tag war es die Aufgabe eines jungen Altardieners namens Grettir, im Ausguck Dienst zu tun. Als Grettir Wache hielt, hatte er schon sehr bald ein ungutes Gefühl. Etwas stimmte nicht, das spürte er. Plötzlich, ohne Warnung oder Laut, griffen die Kräulen an. Die abscheulichen Kreaturen stürmten ins Kloster und töteten jeden, den sie dort finden konnten. Während die Schreie seiner Brüder durch die Höhlen hallten, versuchte Grettir, sie zu retten. Doch es war zu spät. Das Kloster war verloren. Grettir entkam, doch Schuldgefühle und Verwirrung zehrten an ihm. Wie waren ihm die Angreifer entgangen? Man warf ihm Nachlässigkeit vor. Viele nannten ihn einen Feigling und Verräter. Die Schande war zu groß. Grettir floh in die Einsamkeit, auf der Suche nach innerem Frieden. Als ihm das Leben die Chance gab, die Vergangenheit zu vergessen, ließ sich Grettir nieder, um mit seiner Gefährtin Lyja eine Familie zu gründen. Leider sollte die Zeit der Freude nicht lange währen. In der Schicksalsnacht, in der das erste Kind von Grettir und Lyja aus dem Ei schlüpfte, überfielen grausame Eulen ihre Baumhöhle und töteten beide. Nur die rechtzeitige Ankunft einer Wächterschar verhinderte, dass auch das Küken starb. Die Wächter trugen das Küken rasch in den Schutz des Garhulbaums und nannten es liebevoll Schard, weil ein schartiges Stück Eierschale an seinen Daunenfedern hing. Viele Monde später studierte Schard eifrig, um Wächter zu werden. Doch Grettirs Vermächtnis klebte als Schandfleck an seinem Sohn. Im letzten Ausbildungsjahr bot sich Schard die Chance, die Familienehre zu retten. Schard! Was im Namen von Glaux tust du denn hier? Du bist noch kein Wächter. Ich kann helfen, Alamir. Ich muss den großen Baum schützen. Du wirst den auch den Tod holen, Jungchen. Bleib bei mir und meide Ärger. So, Warner Bros. Interactive präsentiert. Mir nach! Runter, runter, runter! Die Ziele liegen vor uns. Deckung! Ah, okay, so ein bisschen ist noch drin. Es ist eine Wunder. Wow, scheiße. Okay. Weiter, Schad. Das ist die beste Flugsimulation, die ich je gespielt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ziemlich direkt jetzt. Nutzt die Luftströme. Okay, ausweichen. Jetzt. Wow. Luftströme! Luftstrom!